Jans und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wie man sieht, bin ich bei der 1.50 Beta angelangt. Die kam gestern raus, eben in die Beta, also man kann sie jetzt spielen, so gesehen. Und es gibt sehr viele Neuerungen, wie man sieht. Das ganze Hardware wurde überarbeitet, alles sieht ganz anders aus. Da muss man sich zuerst wieder ein bisschen zurechtfinden. An der Grafik wurde sehr viel gefeilt. Ein neuer Truck kam dazu. Bei International gab es ein paar Feinigkeiten, die sie geändert haben. Und auch das California Rework Update 3 wurde damit eingeplant. Noch ein paar kleinere Änderungen, Bugs, Fixes und so weiter. Von daher würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal direkt in den nächsten Shop hinein und schauen uns das Ganze mal an, ob sich da irgendwas groß wirklich verändert hat oder ob man die Veränderungen auch wirklich sieht. Wie gesagt, es ist eine Beta, von daher kann es gut sein, dass ein paar Bugs auftreten werden oder sonst irgendwas nicht gut läuft, aber das werden wir gleich mal sehen. Das letzte Mal sind wir hier nach Barstow gefahren. Und eben da, wie gesagt, das California Update 3, glaube ich, war es, vollendet ist, würde ich sagen, fahren wir da gleich weiter in Kalifornien. Vielleicht Richtung Los Angeles oder Richtung San Francisco. Mal schauen. Also San Francisco hatte, glaube ich, ein sehr großes Update bekommen, also eine Überarbeitung. Man hört auch, die Sounds sind wirklich sehr anders. Oxnard. Los Angeles, Wetter. Wir könnten theoretisch über Los Angeles nach Oxnard fahren. Hört sich zumindest nach einem Plan an. Altverpackungen oder Ölrohrleitungen. Wir nehmen mal das hier, Ölrohrleitungen. So, den Sitz habe ich wieder eingestellt. Let's do this. Okay, da drin gibt es kein Navi, deshalb muss ich das benutzen. Und dann schauen wir kurz mal hier die Navigationsroute an. 4 Stunden 33. Wenn wir jetzt theoretisch über Los Angeles fahren, würden wir natürlich Los Angeles freischalten, was ich eigentlich begrüßen würde. Deswegen machen wir das vielleicht auch einfach so. Okay, verlängert die Fahrzeit schon ein bisschen auf 2 Stunden mehr. Aber ich schätze mal, das sollte drin liegen. Ja, 10 Stunden haben wir Zeit. Von daher passt das. Kurz mal schauen. Ein Freightliner mit einem 3-Achser Flatbed und eben Rohrleitungen. Sieht doch ganz gut aus. Auch bei den Partikeln wurde ja was geändert. Also mittlerweile, wenn man über Feldwege fährt oder sonst irgendwas oder es regnet, sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Na, bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwo dann sehen werden. Natürlich funktionieren wieder ein paar Mods nicht. Zum Beispiel die Pro-Mods muss ich rausnehmen. Aber das ist nicht so ein großes Problem. Und hier rechts sieht man auch schon ein paar kleinere Bugs. Wo die Texturen noch fehlen. Mal schauen. Ich dachte mir, wir können uns das mal anschauen, wenn es wirklich großartige Bugs gibt, die irgendwie das Spiel weird machen. Zum Beispiel der Spiegel hier links.
Hat sich irgendwie gerade verstellt. Was schon mal weird ist. Müssen die vielleicht doch. Wieder auf die andere Version wechseln. Und mal schauen, ob es nachher gleich so bleibt. Dann sollten eigentlich gut eingestellt sein. Demnach bei den Schatten wurde ein bisschen was geändert, also sie feilen auch ein bisschen die Grafik auf. Holy shit, was war das denn bitte? Und ändern damit ein bisschen was. Das Update 1.50 soll ja ziemlich groß sein. Wahrscheinlich sind das noch nicht alle Änderungen. Beim Euro Truck Simulator 2 kam zum Beispiel der neue Renault T-Truck dazu. Keep left. Was da sehr interessant ist, der ist voll elektrisch. Was wirklich, ja, was ganz neu zum Spiel hinzufügt. Das bringt natürlich ein bisschen mal Abwechslung mit hinein. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von elektrischen Fahrzeugen. Da bin ich mal gespannt. Ich muss dann den mal dann irgendwie Probe fahren. Auch wenn ich da noch kein Let's Play habe vom ETS 2. Aber ich bin gespannt, wie das sein wird und wie sie das Ganze umgesetzt haben. Ich habe nämlich den Livestream gesehen und das sah eigentlich alles schon ziemlich gut aus. Fand ich jetzt. Allerdings, wie sie das dann machen mit dieser Ladeinfrastruktur, bin ich auch gespannt, weil theoretisch müssen sie ja so gesehen eigentlich alle Tankstellen im ganzen Spiel umbauen oder eben Ladesäulen hinzufügen. Was wahrscheinlich ziemlich aufwendig sein wird, sein kann. Ich habe gerade gesehen, das ist die Truck-Spur da drüben. Und wir haben leider nicht so viel Power. Und dann gehe ich mal in diese Spur rüber. Damit wir da nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Ja, das fand ich sehr interessant, eben mit diesem vollelektrischen LKW. Wie sie das Ganze dann implementiert haben. Soweit ich weiß, gibt es ja, glaube ich, im amerikanischen Raum eigentlich keinen vollelektrischen LKW außer den Tesla Semi. Allerdings schätze ich mal, dass sie den wahrscheinlich nicht ins Spiel implementieren werden. Weil ich schätze mal, Tesla würde das nicht unbedingt gerne wollen, dass hier ihr LKW mit drin ist, schätze ich mal, weil Tesla ist ein bisschen was Besonderes. Und den sieht man ja mittlerweile auch noch nicht so groß auf den Straßen. In Amerika. Und sonst wüsste ich jetzt gar nicht, dass es einen anderen Truck gibt, der elektrisch fährt. Oder wahrscheinlich dann eher einfach ein Hybrid-mäßig. Ich habe mal gesehen, einen Wasserstoff-Truck hat jemand vorgestellt. Allerdings war das ein bisschen Scam-mäßig unterwegs. Keep right. Then exit right. Glaube ich, von Nikola war das. Exit nee, right. Nicht von Nikola. Von Nikola war ein elektrischer Truck. Der Wasserstoff war, glaube ich, von Ford, wenn ich das richtig habe. Allerdings Turn war right. Der ein bisschen so. Sehr europäisch gebaut.
man sieht schon, die FPS sind ein bisschen schlechter. Da sind noch ein paar Probleme. Für diese Fracht lasse ich das sicherlich mal an die 1,50. Kann auch sein, dass es mit irgendwelchen Mods zusammenhängt, die ich hier drin habe. Vielleicht wäre es schlauer, alle Mods mal rauszunehmen. Aber mal schauen. Man merkt zumindest schon mal an den Palmen, dass wir hier in Kalifornien sind. Ist mir auch ziemlich aufgefallen, als ich eben in Amerika war. Richtung Kalifornien kamen da wirklich die Palmen hervor. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass man wirklich plötzlich in einem anderen Staat ist. Keep right. Und ebenso mehr an der Küste. Right. Exit right. Da sieht man fast gar nichts. Hier sind auch wieder ein paar Texturen, die fehlen. Mies. Einfach rausziehen. Auch wieder ein paar Texturen. Also sehr viele neue Texturen kamen dazu offensichtlich. Da auch wieder. Wahrscheinlich ein paar mehr Props, die rumstehen und die Welt ein bisschen belebter aussehen lassen. Weil da sind sehr viele Schilder an diesen Lichter dran. Hydranten. Mülleimer. Mal kurz ein Thumbnail machen. Perfekt. Ich glaube, wir kommen gleich mal nach Los Angeles rein. Auf jeden Fall von oben und nicht von unten. Mal schauen, ob ich was erkenne. Ob mir was bekannt vorkommt. Erster Aufenthalt in Los Angeles, California Dreamer, iPhone 21. In Los Angeles war ich leider nur ein Tag, deshalb habe ich da nicht allzu viel gesehen, was ziemlich schade war. Vor allem die Stadt ist ja riesig. Und da habe ich leider nur den oberen Teil eher gesehen und Downtown. Venice Beach und Santa Monica leider nicht. Sehr schade, wäre ich gerne hingegangen. Ob mich das schon auch interessiert hätte. Aber man kann halt nicht alles machen in den Ferien. Was man gerne hätte. Und vor allem, wenn eben die Stadt so riesig ist und man irgendwie 2 Stunden oder über 1 Stunde fährt, um von A nach B zu kommen in einer Stadt, ist das ziemlich was anderes als in der Schweiz. Und
Noch knapp 100 Meilen haben wir vor uns. Dann sind wir da am Ziel. Kommen wir da noch rüber? Turn right. Über die Ampel. Das sieht gut aus, wenn er hier nicht eine Vollbremsung machen würde. Nein, jetzt ist er schon rot. Dann wahrscheinlich gleich grün. Oder auch nicht. Selber schuld. Mal kurz ein bisschen von außen fahren. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Stadtteil das hier sein soll. Wahrscheinlich eher irgendwie ein Outskirt von Los Angeles. Wolkenkrater sehe ich ja jetzt auch noch nirgendwo. Also Downtown. Und da bin ich wahrscheinlich eher da rechts. Fahren da mal auf die andere Spur. Go straight. Ah, vielleicht wäre Downtown eher da auf der Karte rechts oben, wenn ich jetzt hier rechts fahren würde. Ein Hotdog stand da drüben. Sehr lustig. Das Gebäude hier kommt mir zwar aus GTA 5 bekannt vor, mit diesen farbigen Streifen da. Aber GTA 5 hat natürlich nochmal eine andere Karte als jetzt hier und als Real Life. Daher schwierig zu sagen, wo wir genau hier sind. Dann müssen wir gleich irgendwann wieder die Spur wechseln, weil wir da rechts müssen. Ich glaube, das ist der Totwinkelassistent, der uns hier warnt. Und der Truck lässt uns nicht hinein. Oder so halb. Also die Spur wird sowieso 1. Okay, dann ist egal. Okay, diese Brücke könnte man jetzt kennen, vielleicht. Aus GTA 5. Da vorne ist, glaube ich, auch der Strand. Warte mal kurz. Könnten wir ehrlich gesagt sogar hier unten dran rumfahren? Oder nee, wir gehen hier über die Autobahn. Okay, doch, das kennt man hier aus GTA 5. Und das hier wahrscheinlich auch.
Und Downtown wird dann wahrscheinlich jetzt hier in diesem Spiel eher hier in dieser Umgebung. Okay. Okay, das sollte man eigentlich kennen aus GTA 5 wenigstens. Wir fahren hier rechts. Ups, ein bisschen den Curb mitgenommen. Drüben ist LAPD. Müllwagen, sehr cool. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen im Spiel, dass ein Müllwagen die Straße versperrt. Spannend. Ja, die Autobahn kennt man eigentlich nachher, wenn man im GTA 5 gespielt hat oder schon mal da war. Wir kamen allerdings eher von oben in die Stadt rein. Ja, von den. Also schon eigentlich von der Keep Westküste, left and then turn aber eher left. Über die Berge dann durch Stadt, weil unser Hotel eher Turn oben left. links in der Mitte war von. Ja, von Los Angeles. Da vorne ist Santa Monica Pier. Und die Straße hier kennt man auch aus GTA 5, die hier oben, die führt zum Pier runter. Sehr cool. Okay, doch, das ist gut gemacht, finde ich hier. Wie gesagt, echt war ich nicht da, aber wäre sicherlich cool gewesen, das Ganze so zu sehen. Wenn man es eben aus Games kennt. Diese Überführung hier kennt man auch aus GTA 5, die vorne auch. Hat was. Hat was. Sehr cool. Keep left and then continue straight. Go straight. Jetzt fahren wir hier über die Route 101, glaube ich. Heißt die. An der Westküste entlang. Hätte ich auch gerne gefahren, aber wir sind halt mehr über die Highways und Interstate gefahren, weil wir eben halt nicht so viel Zeit hatten und knapp 10 Stunden an einem Tag gefahren sind. Daher, ja. Muss man halt schon ein bisschen schauen, wie man von A nach B kommt. Weil die USA halt schon ziemlich groß ist. Vielleicht nachher hier nochmal ein schönes Bild. Perfekt. Ich muss sagen, das neue HUD gefällt mir ziemlich gut im Spiel. Wirkt wirklich sehr viel moderner und zeitgemäßer. Daher schon mal gut, was sie da gemacht haben. Signal ahead. Und natürlich wird die Ampel rot. Highway Patrol. Auch diesen Tennisplatz kennt man, glaube ich, aus GTA 5 und die Straßen hier drüben auch. Naja, wenigstens erkenne ich es durch das Spiel.
Auch wenn nicht aus Real Life. Aber trotzdem cool. Sieht man zumindest, dass die beiden Spiele ziemlich nah beieinander sind. Wenn so an kleinere Aspekte angrenzt. Von der Welt her. Auch eine ziemlich coole Straße, so am Meer entlang zu fahren. Hat auch was. Ich glaube, unsere Spur endet gleich. Oder auch nicht. Mal schauen. Endet. Glück habe ich gebremst. Was machst du jetzt hier? Auch einfach abbremsen, ohne was zu sehen. Schon ein bisschen spannender, wenn die Straßen ein bisschen enger sind. Man mehr aufpassen muss. Und da kommt auch schon Oxnard. Allerdings müssen wir dann ein bisschen außerhalb abliefern. Erst rauf und dann in Oxnard. 3 von 21. Ein bisschen so aus, als ob es gleich regnen würde. Zumindest ziemlich bewölkt. So, und dann gleich nochmal auf den Freeway oder Highway, je nachdem. Keep left and then turn left. Ich habe immer noch nachgeschaut, was der Unterschied dazwischen ist. Turn left. Wollte ich eigentlich ja mal machen. Damit ich es ein bisschen mehr auseinanderhalten kann. Wo wir hier fahren. Keep left. US 101. Ich glaube, es ist ein Highway. Weil die Interstates sind blau und ich glaube, die Interstates sind eher die kleineren Straßen, wenn ich da richtig lieg. Gefährliches Halbwissen. Keep left.
jetzt wird's interessant. Wir müssen hier bleiben. Doch, ja. Gut. Sieht mega nach einem Autobahnkreuz aus hier unten. Auf der Minimap sehr durcheinander mit diesen ganzen Straßen. Das ist ein Cop neben uns. Ja. Dann dürfen wir nicht allzu schnell fahren. Sonst gibt es gleich ein Ticket. Keep right. And then Highway Patrol. Right. Turn right. So, da wären wir auch schon bei Exxon. Einer Ölraffinerie sieht es ein bisschen so aus. Here we are. Kind of on time. Nicht kind of. Sehr on time. Wir müssen da irgendwo rechts parkieren. Wahrscheinlich rückwärts. Yes. Der zweite Parkplatz. Jetzt bin ich leider. Nee, man hätte gar nicht anders reinfahren können. Dann gibt es so ein Blindside Backup. Zum Glück haben wir ja hinten ein Fenster, was uns ein bisschen hilft. Allerdings ist der Boden so hell, ich sehe da nichts. Welche Parkplatz es ist und welche Linie. Der zweite habe ich gesagt. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach hinten. Boah. Bisschen sehr scharf. Das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Wir sind zu weit links. Sehe ich mal ein bisschen so noch gerade. Müssen den Parkplatz da nehmen. Na, jetzt ist. Ah, shit. Man sieht leider im Spiel sehr wenig. Da ist die gelbe Linie im Spiegel. Ah, sieht schon ein bisschen besser aus. Wahrscheinlich muss ich noch mal gerade ziehen. Aber jetzt soll es gleich gehen eigentlich. Sieht man wenigstens die Linie wieder. Perfekt. Und da werden wir auch schon. Mal abkoppeln. Und das wär's. Ein bisschen mehr als die Hälfte von Level 5. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mal von dieser Folge vom American Truck Simulator. Wir haben jetzt gerade mal 50.000. Sieht doch gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Und mal schauen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und gute Fahrt noch. Tschüss.